Hallo YouTube, ich bin's wieder, euer Herr Frankfurt 14 oder wie ihr mich auch immer nennen möchtet. Ich dachte mir, ich mache, weil gerade Ferien in meinem Bundesland sind, ein neues Video. Das letzte ist auch schon eine ganze Weile her, ich glaube das war im Januar. Und hier möchte ich euch in diesem Video einen ganz einfachen Geheimtipp geben, falls man das überhaupt noch Geheimtipp nennen kann, denn es nehmen auch schon mittlerweile recht viele in Anspruch, wohl hauptsächlich in den USA, weil diese Seite in den USA sitzt. Gut, aber das funktioniert auch mit Deutschland, das ist legal und bla bla bla, die üblichen Rechtsfragen eben, aber ich bin auch kein Anwalt, also kann ich euch das nicht sagen. Aber ich komme jetzt erstmal zur Sache. Die Seite heißt humblebundle.com, die schreibe ich euch nochmal in die Videobeschreibung, das sieht man jetzt nicht, weil ich so aufnehme, dass das Format bei YouTube passt. Und kurz gesagt, ihr könnt dafür Geld Spiele bekommen. Da wird jetzt natürlich jeder sagen, für Geld Spiele bekommen? Ich zahle meine Spiele immer mit Wassermelonen, das macht doch kein Mensch. Na gut, das war jetzt auch nur so als Metapher gedacht. Fakt ist, ihr müsst relativ wenig dafür lönen, zumindest wenn ihr das wollt. Das Ganze hier basiert nämlich auf einem Spendenprinzip. Ihr spendet Geld an, was weiß ich wen, das kann ich nachher nochmal zeigen, gehe ich drauf ein. Und dafür bekommt ihr als Gegenleistung Spiele, nicht damit die nur sagen, wir wollen dein Geld und du gibst uns dafür einfach, ja, wir geben dir da nichts dafür. Das wäre ja irgendwie Blödsinn, nicht so wie man es von UNICEF oder was weiß ich so kennt, die ja das Geld sowieso nur in die eigene Tasche stecken. Aber egal. Ich bin gerade ein bisschen aufgeheizt, weil die Hitze draußen so heiß ist. Also es geht eigentlich. Ich hatte schon 38,5. Aber das ist jetzt irrelevant. So. Ihr könnt spenden, was ihr wollt. Das ist vollkommen egal. Da gehe ich mal ein bisschen runter. Das ist ein Trailer von irgendwas. Hier steht ja Pay what you want. Ich weiß nicht, wie viel man maximal spenden kann, aber hier kann man schon mal auswählen. Hier $100 wollt ihr spenden, $50, $25, $10 oder einen benutzerdefinierten. Da würde ich euch immer raten, so, macht einen Dollar draus. Ne? Wird auch schon ergänzt, weil ich das immer gemacht habe. Und dann warte er mich hier schon mal, dass ich nicht die Dead Island Game of the Year Edition und Saints Row Third Pass kriegen würde. Dann bräuchte ich noch, müsste ich noch diesen Betrag mehr dazu spenden. Ist hier auch so. Diese beiden hier bekommt man in diesem Fall bei dieser Aktion nur, wenn man auch einen bestimmten Betrag spendet. Die hier bekommt ihr, wenn ihr nur 80 Cent, das ist ungefähr der Wechselkurs, im Moment spendet. Denn das Ganze wird in Dollar berechnet, das ist ja in den USA. Wenn ihr sogar $25 oder mehr spendet, bekommt ihr noch den Island Riptide dazu. Wenn ihr diese Spiele hier nicht habt, wenn ihr kein einziges davon habt, würde ich euch in diesem Fall jetzt dringend raten, es zu nehmen, weil es ist einfach unschlagbar günstig und der Key aktiviert alles gleichzeitig. Das ist eine super Sache, würde ich sagen. Die haben auch noch eine andere Sache, das zeige ich euch aber auch nochmal. Im Moment ist das Angebot ganz besonders schön. Ich habe vor fast einem Jahr die Seite, wie gesagt, entdeckt. Und da gab es auch ein ähnliches Angebot. Zwar nicht mit so ganz geilen Spielen wie hier, weil hier Saints Row Third kostet alleine schon was weiß ich wie viel. Aber ich muss sagen, es ist ein richtiges Drecksspiel, also ich mag es überhaupt nicht. Manchmal verkaufen die hier auch E-Books und so weiter, das ist alles unwichtig, oder irgendwelche Musik, das ist nicht toll, aber vom Preis her lohnt sich das immer, wenn ihr einen Dollar spendet. Ihr könnt theoretisch wahrscheinlich irgendwie auch $1000 spenden, aber wer macht denn das hier schon? So, dann gibt es hier den Humble Weekly Sale, das erneuert sich sozusagen jede Woche, da ist immer was anderes. Und auch hier ist das Angebot vergleichsweise gut, das sind auch wieder Steam-Spiele von einem bestimmten Unternehmen, IC Company, kenne ich jetzt nicht. Ich kenne auch kein einziges dieser Spiele, aber ich nehme an, dass sich das auch wieder lohnt für 80 Euro Cent. Ja, finde ich das eine ganz gute Sache. Und wenn ihr das dann machen wollt, dann scrollt ihr runter, wählt euren Betrag aus. Werdet ihr, wie gesagt, gewarnt, wenn ihr, sagen wir mal $5, bekommt ihr schon mal, ja, egal. Egal, könnt ihr hier das Geld aussuchen. Tja, und dann haben wir hier die Sachen, wie das Geld verteilt werden soll. Also ich habe jetzt in dem Fall hier $5 ausgewählt, so viel würde ich nie spenden, aber egal. Kann man hier schon direkt auswählen, man kann hier das aufsplitten, man kann sagen, alles für wohltätige Zwecke, alles zu Deep Silver, also dem Hersteller der Spiele, die oben gezeigt werden. Ein sehr guter Spielerhersteller übrigens. Oder, ja, keine Ahnung, was das bedeutet. Oder man kann alles an den Humble-Tipp hier spenden, das ist die Betreiberseite hier, Humble Bundle Incorporated. So, dann müsst ihr hier eure E-Mail-Adresse eingeben, damit sie das an euch schicken. Beziehungsweise irgendwas schicken. Macht diesen Haken hier weg, es sei denn, ihr wollt in Zukunft über das ist so eine Art Newsletter, habe ich bisher nicht gemacht.
Oder und ob das ein Geschenk sein soll. Das habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Aber das läuft so. Und hier könnt ihr dann auswählen, wie ihr das bezahlen wollt. Also Bitcoin habe ich in meinem Leben noch nie benutzt. Buy with Google kenne ich gar nicht. Amazon Payments ist in der Regel recht zuverlässig, aber für sowas lohnt sich das nicht. Da würde ich PayPal empfehlen. Ihr müsst jetzt nur eine E-Mail eingeben, zahlt das Ganze und wie das Ganze läuft, wird euch dann irgendwann auch noch erklärt. Also alles nochmal zusammengefasst, das ist eine Spendenseite, da zahlt ihr einen lächerlichen Preis. Ich würde euch immer empfehlen, einen US-Dollar auszuwählen. Das ist, wie gesagt, in Euro ja, 75 bis 80 Cent. Das ist recht wenig, würde ich einfach mal sagen. Allein ein Spiel ist so ein Betrag schon wert. Und ich, naja, die ganzen Spiele hier für 25, das ist geschenkt. Also Saints Row the Third kostet irgendwie 30 Euro so auf Steam. Risen 2 kostet 20 Euro nochmal. Saints Row 2 kostet, glaube ich, auch nochmal so 15 bis 20. Das hier habe ich nicht nachgesehen. Dead Island wird auch immer günstiger. Das Spiel ist auch recht günstig. Aber hier eben nochmal Full Package hier Saints Row. Das alles für maximal 25 Dollar, also das ist verschenkt. Mir ist es zwar ein Rätsel, wie die Seite das anbieten kann, wahrscheinlich sponsern die das. Aber ich wollte euch das nur mal so empfehlen. Alle relevanten Links und Informationen gibt es nochmal in der Videobeschreibung. Und damit wollte ich auch nur ein Signal setzen, dass ich noch nicht tot bin. Ich habe zwar beschlossen, mich aus YouTube erstmal rauszuhalten, aber diese Geschichte hier, die musste ich euch eigentlich mal erzählen, vor allem nachdem ich das so lange weiß und manche es vielleicht noch nicht kennen. Und wie gesagt, guckt regelmäßig nach, also alle 2 Wochen mindestens. Ich würde alle 2 Tage mal drauf gucken, ob sich was geändert hat. Also wenn das hier abläuft, dann ist hier meistens nichts. Dauert es wieder so eine Woche oder so, ein bisschen Neues haben. Wenn ihr Glück habt, dann kommen wieder solche Sachen. Vor allem bei Weihnachten und im Sommer kann das, wie bei Steam ähnlich, vorkommen. Das Weekly Sale, das aktualisiert sich jede Woche und da ist, glaube ich, auch immer etwas los. Also regelmäßig nachgucken. PayPal-Account anlegen, bisschen Geld drauf machen und dann kann es auch schon losgehen. Wie ihr eventuell an Geld ohne Bankkarte und sowas kommt, das seht ihr in meinem Video mit dem Geld verdienen. Auf Wiedersehen und tschüss.